So Freunde, wir sind gerade dabei, die neuesten Fahrzeuge zu tun. Im letzten Video haben wir den wundervollen Cannes Terminus getunen. Also ich muss wirklich sagen, ich bin extremst positiv überrascht. Aber darum soll es heute nicht gehen. Und zwar geht es um den neuen Gauntlet Interceptor bei Warstock. Der kostet leider mit dem Handelspreis 4 Millionen Dollar. Oh mein Gott, das wird mein ganzes Konto wieder auslöschen. Aber gar kein Problem. Wir kaufen den jetzt und tunen den mal, und ich bin mal wirklich extremst gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Also ich konnte ihn jetzt leider nur einmal fahren, aber ich würde sagen, wir warten einfach, dass er ankommt, und sehen uns dann gleich wieder. Oh ja, da ist er. Da ist er. Oh mein Gott, ist der schön. Oh, das ist schön. Aber es bleibt halt die Frage, was diesen Wagen vom Gauntlet Hellfire am Ende dann unterscheidet, ne? Also natürlich ist das Polizeiwagen, wir werden dementsprechend Tuning-Optionen haben, aber bei der Performance bin ich mal sehr gespannt. Jetzt tun wir den erstmal, die Performance können wir leider in diesem Video nicht testen, das können wir aber später mal irgendwann in einem Livestream machen. Erstmal muss ich sagen, dass ich es extremst geil finde, dass sich vorne der Motorblock so hin und her bewegt in der Mitte und so wackelt. Ich weiß gar nicht, ob das so bei dem normalen Gauntlet Hellfire ist, ich glaube sogar nicht, um ehrlich zu sein. So, natürlich die Bremsen voll, Stoßstangen schauen wir uns mal an, die Frontstoßstangen, Splitter, Primärfarbe, Sekundärfarbe, Carbon. Dann haben wir einmal, dass das hier komplett vorne weiß ist. Ich muss ehrlich sagen, dass mir das sehr, sehr gut gefällt. Nehmen wir mal die Stoßstange in der Sekundär und mit Splitter. Dann gehen wir zur Hexostange. Oh, da haben wir natürlich leider nur eine Option, und zwar die Wheelie Bar mit Bremsschirm. Naja, also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der geeignete Wagen dafür ist. Deswegen machen wir das einmal nicht drauf. Wir schauen mal den Motor einmal voll. So, jetzt kommen wir zum Auspuff. Mit großem Endrohr, Tuner, Rennauspuff. Oh, und an den Seiten mit Titan. Aber ich hätte gerne hinten einen Titan-Auspuff, das haben wir hier leider nicht. Deswegen nehmen wir einfach mal den Auspuff mit großem Endrohr. So, jetzt nehmen wir den Kühlergrill. Kein Kühlergrill. Oh, das sieht aber sehr verbuggt aus irgendwie. Das sieht ja mal richtig interessant aus. Okay, dann haben wir den in Sekundärfarbe, in Schwarz, und dann haben wir offen. Achso, dann ist die Mitte noch so schön geöffnet. Boah, ich muss sagen, das gefällt mir auch. Das machen wir mal auch in der Sekundärfarbe. Dann die Scheinwerferabdeckungen. Haben wir einmal den schwarzen Kühlergrill, den Chromkühlergrill, Ansauganschützen. Dann fehlen ja komplett die Scheinwerfer auch an der Stelle. Jetzt haben wir hier nur den linken Scheinwerfer. Jetzt ist das eine abgedeckt und das andere ist ein Einlass. Okay, sehr interessant. Einmal komplett abgedeckt. Plattenfront. Naja, ich weiß nicht. Also das hat mir jetzt alles meistens nicht so gut gefallen. Ich lasse das mal so stock. Dann kommen wir zum Motor. Jetzt bin ich halt gespannt, wie das jetzt mit dem Motor ist. Und zwar haben wir die glatte Motorhaube. Dann fällt halt direkt das oben weg, ne? Ich glaube, so war es auch beim Gauntlet Hellfire, wenn ich mich nicht täuschen sollte. Dann haben wir das einmal in der Sekundärfarbe. Carbon mit Einlässen. Das sieht schon mal sehr nice aus. In Sekundär wieder Carbon, Doppelfilter. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Dann haben wir den ovalen Ansaugtrichter und den Tri-Ansaugtrichter, wo sich hier diese Klappen schön bewegen können. Genau, also ich würde sagen, ich nehme mal einfach die Motorhaube mit Einlass in der Primärfarbe. So, dann haben wir jetzt auch die ganzen verschiedenen Designs, und ihr könnt sehen, standardmäßig das Design 15 drauf. Ich gehe mal alle schnell einmal durch. Es ist ja ungefähr standardmäßig. Ihr wisst das ja schon mittlerweile. Okay, das ist neu. LSPD Drag Team. Das gab es auf jeden Fall bei den anderen Fahrzeugen nicht. Boah, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Also es ist immer was anderes, das ist auch cool. Und dann nochmal Race Team. Okay, das ist cool. Mal was anderes, wie gesagt. Und dann halt alles andere ist standardmäßig. Ich orientiere mich an meinem Polizeiwagen da hinten und nehme das Airport PD Design. Jetzt kommen wir zur Polizeiausrüstung, und da bin ich mal wirklich extremst gespannt. Also bei dem anderen wissen wir ungefähr, was alles drauf kam. Jetzt können wir mal vergleichen, wie das hier ist. Und zwar haben wir hier die verschiedenen Antennen. Oh, wir haben sogar 7 Optionen. Okay, oben 2 Stück, hinten 2. Dann haben wir oben diese kleinen, keine Ahnung, Scheinwerfer oder Lautsprecher. Ich weiß es leider nicht. Dann haben wir das nochmal alles auf dem Kofferraum. Dann haben wir so eine, ja, so eine Mischung von allem. Dann haben wir wirklich einen Overkill. Und das ist halt einfach wirklich komplett, ja, das ist einfach geisteskrank zu viel. Ich muss sagen, ich mag es sehr, sehr schlicht einfach bei der Tech-Modifizierung 2, dass sie halt einfach nur 2 Antennen sind. Deswegen machen wir erstmal die drauf. Die Suchscheinwerfer wissen wir ja mittlerweile, dass sie funktionieren. Deswegen mache ich mal so, dass wir beide in offen haben, einfach damit wir das mal sehen können. Dann kommen wir einmal zur Einsatzbeleuchtung. Hier haben wir einmal keine Einsatzbeleuchtung. Dann haben wir die erste Variante, oder das halt so, ne, als Standard klassisch ist. Dann so das Plattgedrückte, und dann, was halt bei diesem Wagen besonders ist, so eine dreieckige irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß aber nicht, was der Unterschied zwischen 4 und 5 ist. Verstehe, das springt so hoch und runter, aber im Endeffekt sieht das hier genau gleich aus. Bin ich irgendwie dumm? Also zwischen den beiden sieht man ja ganz kleinen Unterschied. Aber wir nehmen erstmal dann einfach 4. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es hinten einen Unterschied. Naja, okay, dann kommen wir zum Kuhfänger. Hier ist erstmal standardmäßig keiner drauf. Wir haben den einfachen, den Patrouillen, Einsatz, Herumtreiber, Abfangjäger und Spezialkräfte, und als allerletztes noch den Angriffsrufänger.
Ich muss ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich würde das wieder wirklich wie bei meinem anderen Wagen machen. Und zwar ganz standardmäßig hier so was Schlechtes. Und zwar nehme ich mal den Einsatzkuhfänger. So, dann haben wir hier noch sogar die Heckwand. Aber das haben wir auch beim normalen Hellfire. Und zwar haben wir die einmal in Primärfarbe, Sekundärfarbe, Carbon, schwarzer Rand und Platte. Schwarzer Rand, Platte, Primär und dann Sekundär. Mir hat jetzt die Heckwand in der Sekundärfarbe sehr gut gefallen. Dann haben wir noch einen Überrollkäfig hier, sehr interessant. Wir gehen das auch mal schnell durch. Hier ist dann, oh mein Gott, die sind ja einfach Shotguns in der Mitte. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Wir haben den normalen Überrollkäfig, Käfig mit Carbon, Käfig mit Sportsitzen, Hochleistungsdrag, bla bla bla. Wir nehmen mal einfach den ganz standardmäßigen Überrollkäfig. Dann haben wir das Dach, einmal in Normal und einmal in Carbon, aber ich finde es normal besser. Seitenverkleidungen, Primär und Sekundär. Ich muss sagen, ich finde es standardmäßig besser. Dann haben wir als nächstes die Spoiler, einmal in die Spoilerlippe in der Sekundärfarbe und dann kommen mal die ganzen Optionen, die wir noch haben. Die Plastik-Spoilerlippe, dann einmal in Carbon, Stockcar-Spoiler, Dragster. Okay, muss ich ehrlich sagen, passt irgendwie gar nicht zum Wagen, aber sieht auch irgendwie nice aus. Dann haben wir den mittleren Flügel, hoher GT-Flügel, hoher Flügel, Driftflügel, Tuner, Rennflügel, sieht ehrlich gesagt sehr geil aus. Und ja, also es passt leider nicht zum Polizeiwagen, um ehrlich zu sein, aber es passt einfach zum Wagen und deswegen würde ich jetzt sogar den Rennflügel nehmen, um ehrlich zu sein. Ich weiß, das passt einfach sehr gut zum Wagen. Die Federung natürlich standardmäßig ganz tief, Reifen lassen wir so, Fenster machen wir ein Ticken dunkler. So, und dann würde ich sagen, ich tune den mal noch kurz zu Ende mit der Lackierung und so und dann sehen wir uns draußen wieder. Okay Leute, ich weiß, wir sind nicht draußen, aber das muss ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar habe ich die einfach in denselben Farben gemacht. Ich muss sagen, ich weiß, ich finde die sehr nice. Ich will es halt nicht einfach nur schwarz und weiß machen. Es sieht halt in schwarz und weiß sehr, sehr gut aus, muss ich zugeben. Ich würde es gerne so lassen, aber dann sieht es halt wirklich aus wie jedes weitere Fahrzeug. Und dann dachte ich mir so, okay, dann mache ich zumindest so, dass sie zueinander passen. Und ich muss sogar sagen, dass es sehr, sehr nice aussieht in denselben Farben so. Natürlich hat man die Schrift hier in weiß und dann hat man hier dieses Cremeweiß. Aber ich finde, dass es sich dann sogar sehr schön voneinander abhebt. So, und somit wären wir draußen. Ihr könnt schon sehen, dass die Scheinwerfer oben funktionieren. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Und auch die Performance lässt nicht zu wünschen übrig, muss ich sagen. Eine Sache habe ich aber schon gemerkt gehabt. Und zwar, also ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Dieser Wagen ist ja ein Einsatzfahrzeug und deshalb automatisch auch kein Muscle Car. Und aus diesem Grund kann er keinen Wheelie machen. Egal, was ich versucht habe, es funktioniert einfach nicht. Und das nervt mich so sehr. Also die Sache ist, man kann doch sogar eine Wheelie-Bar mit Fallschirm dran machen. Und der Wagen hebt nicht mehr ab. Es macht einfach gar keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Also in meinen Augen ist es so sinnlos. Naja, auf jeden Fall haben wir noch die Einsatzbeleuchtung. Ihr könnt sehen, da geht wirklich eine Menge ab bei dem Fahrzeug. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Lichter. Und ich finde, das sieht auch sehr, sehr nice aus. Natürlich haben wir noch die Scheinwerfer und so, wenn alles dazu kommt. Haben wir schon, um ehrlich zu sein, extremst viele Lichter an diesem Fahrzeug. Was, um ehrlich zu sein, relativ cool ist. Also hätte ich so an der Stelle auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Und ja, bin sehr froh, dass wir das so haben. So, und ich würde jetzt einfach mal hier in der Gerade fahren und einfach mal testen, wie sich der Wagen anfühlt. Ist natürlich Regen, aber ja, gehört jetzt einfach mal dazu. Also um ehrlich zu sein, fühlt sich der Wagen jetzt nicht hier im Moment sehr schnell an. Und lenken tut er sich gut, aber neigt auch dazu, etwas schnell auszubrechen, wenn ich mal so nach links und rechts lenken sollte. Das geht relativ fix. So Leute, und damit würde ich auch langsam das Video beenden. Ihr könnt sehen, dass hier auch die Einsatzbeleuchtung wirklich sehr, sehr nice funktioniert. Also es ist wirklich sehr cool. Der Wagen ist auch gar nicht mal so langsam. Also es fühlt sich halt jetzt leider nicht sehr schnell an im Vergleich zu anderen. Aber, uiuiui, das ist auch gar nicht der Sinn davon. Es soll ein Einsatzfahrzeug sein mit schöner Einsatzbeleuchtung. Und ich muss sagen, das erfüllt der Wagen wirklich sehr, sehr gut. Also damit hätte ich an der Stelle, um ehrlich zu sein, am Anfang nicht gerechnet. Ich dachte, wird ein paar kleine Optionen haben und wird jetzt nicht so nice sein. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Wagen wirklich sehr gut. Ist halt ein bisschen teuer. 4 Millionen GTA Dollar ist wirklich extremst viel. Aber abgesehen davon ist der Wagen wirklich sehr nice. Ich kann nichts sehen. Oh mein Gott. Und ja, würde ich euch auf jeden Fall an der Stelle empfehlen können. Ja, wenn ihr die 4 Millionen halt, ne, gerade mal so rumliegen habt und ein neues Fahrzeug sucht, was man so herumfahren kann, dann ist das wirklich eine gute Wahl, vor allem, ne, ihr könnt sehen, die ganzen Fahrzeuge sind auch am Ausweichen und ich glaube auch, dass das so ein riesiger Pluspunkt ist für diesen Wagen. Ja, ist auch an der Stelle ein Einsatzfahrzeug, aber ihr wisst, was ich meine. So, und damit würde ich mich dann an dieser Stelle mit meinem schönen Fahrzeug verabschieden. Sieht wirklich sehr nice aus hier, als wäre das so eine Highway Patrol, also auch sehr cool. So Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao!